Yo, Friends, was geht ab? Ist wieder Armin von Immer Fresh und herzlich willkommen zu einer Outfit-Reaction. Die DMs sind am Platzen. Armin, yo, warum kommen keine Reactions? Wann kommt die nächste? Jetzt ist es soweit zu dem Sommertrack von Pascha, dem der auch übertriebenst abgeht. Schon fast 500k Klicks und es ist noch nicht mal ein Tag rum. Ich zeige euch hier, was Pascha trägt, wo man es kaufen kann, welche Alternativen es dazu gibt und auch ein paar Sachen von seinen Jungs. Ein paar krasse Sales sind auch im Video am Start. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit seinen TNs. Seine ganz klassisch die Nike MX Plus in All White. Hier seht ihr auch nochmal die Sohle, wie bei Pascha. Gibt es auch in All Black und auch in vielen weiteren Farben und Ausführungen. Die Links zu den Pieces und Shops, die ich euch hier zeige, findet ihr, by the way, in der Beschreibung. Was ihr außerdem findet, ist ein Nike TN Sale. Kommt nicht oft vor, aber hier gibt es gerade richtig viele Haifisch-Nikes reduziert. Wer unsere Insta-Story verfolgt, hat gestern mitbekommen, hier, den gibt es einfach für 99,99 € statt 169,99 €. Und viele weitere TN-Modelle. Schaut da vorbei, ist auch in der Beschreibung. Dankt mir später. Und wir machen direkt weiter mit Pascha. Einfach der Beat schon, alle. Sticker hat ihn gemacht. Sticker! Sommergewitter am Mainblock, für den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Dorf und dein Friends, ich muss auch sagen, ich hab's vermisst, Alter. Ich hab's vermisst, Outfit-Reaction technisch. Einfach zu einem Song abgehen, den fühlen, ihr wisst Bescheid. Auf T-Shirt und Jeans kommen wir noch zu sprechen, aber vorher auf Sweater und Gürtel. Der Gürtel, unschwer zu erkennen an der Schnalle, ist von Gucci. Hat auch das eingearbeitete Monogrammmuster von Gucci. Und kostet 400 €, also auf jeden Fall stolzer Preis. Und sein babyblauer Sweater scheint vintage zu sein. Ich konnte ihn noch nicht knacken. Aber das Logo sieht für mich sehr stark aus nach Carlo Colucci. Wer das Piece kennt, schreibt es in die Kommentare. Dann können wir gemeinsam so die Pieces knacken. Und wir updaten es dann auf immerfresh.de auf unserer Website. Da findet ihr, by the way, auch alle Pieces mit weiteren Shops. Aber ich habe euch da auf jeden Fall eine sehr stabile Alternative rausgesucht. Auch in dem Style. Aus Baumwoll-Piqué, wie Pascha es auch tragen könnte. Und das Teil des Lacoste Sommer Sales ist gerade reduziert von 140 auf 98 €. Also wer einen Sweater in dem Style sucht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Panoramadach, meine Gegend, meine Stadt. Ganze Nacht, meine Augen werden schwer. By the way, sein Bruder RB, der schon so oft erwähnt wurde, da war auch irgendwie so ein Top-Kommi, hab ich übelst gefeiert. Da hat einer gesagt, yo, RB muss ein richtiger Ehrenmann sein, so oft wie die Jungs den erwähnen. Hat auf jeden Fall auch ein Auge für Style, der Bruder. Und trägt hier eine Emporio Armani EA7 Steppjacke. Die Farbe nennt sich Royal Blue und ist nur noch in ganz wenigen Größen verfügbar. Was wir euch daher außerdem verlinkt haben, ist das Modell einfach auch in weiteren Farben. Da findet ihr die in Schwarz, Blau, Rot, Oliv und Anthrazit. Auch eine sehr, sehr frische Jacke, gerade für Herbst oder den Frühlingsanfängen. Und wer die sich holt, der hat die auf jeden Fall auch für eine Weile. Seine Cap ist von Gucci mit Monogrammmuster, 290 €. Und er trägt sie auch im Laufe des Videos nochmal im Beige. Also super nice, wie Paschas Stimme entspannt auf den Beat kommt. Was auch ultra krass ist, er bringt einfach so selten Songs. Und macht so selten irgendwie, ist auf Social Media aktiv oder so. Und dann droppt er einfach einen Song, bam, und der geht einfach übelst steil. Sein T-Shirt habe ich auch eine Weile gebraucht, um es zu knacken. Mit Snow Bunny Schriftzug und einer Dogge, wenn ich nicht falsch liege. Ist die Brand von Chess Snow Bunny. Sie hat auch einen Vintage Shop unter anderem. Kostet 40 € und gibt es auch aktuell noch in allen Größen. Kommen wir zum nächsten Bro von Pascha. Abu Glitch, wenn ich nicht falsch liege. Sein Polo ist von Lacoste. Ist das Paris Polo aus Stretch Piqué und kostet stolze 110 €. Es gibt allerdings auch ein paar Farben im Sale. Zum Beispiel hier, die ist auch sehr ähnlich, die Farbe. Manch einer wird da gar nicht den Unterschied erkennen. Da ist die 30% reduziert auf 77 €. Apropos Friends, gerade läuft auch der Lacoste Sommer Sale. Nicht mehr lange. Ja, wir verlinken euch den relativ weit oben in der Beschreibung. Checkt es ab. Da gibt es einfach richtig viele Pieces von Lacoste. Um 30, 40 oder sogar 50% reduziert. Wer uns auf Social Media verfolgt, der weiß schon Bescheid. Verpasst es nicht. Im Regen ganze Nacht, meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Letztes Jahr hatten wir nichts, aber jetzt ist es vorbei. Unsere Eltern kamen mit 2 Taschen damals aus Türkei. Deshalb ja. Übelst nice, ich finde auch, das Video kommt richtig so friendly rüber. So, als wird man ein bisschen entspannt Teil von Alltag der Jungs sein. Und als hätten die das nebenbei gefilmt, wo sie eh schon normalerweise abhängen würden und jetzt nicht extra. Jetzt rausgehen zum Musikvideo machen, ist auf jeden Fall auch entspannt. Hier, der Sweater von Benet sieht aus wie Carlo Colucci, ist aber nicht aus der aktuellen Linie, also wahrscheinlich auch wieder Vintage. Eine Alternative, die ihr abchecken könnt, ist Cascalo Deluxe, eine Brand, die auch schon Jizzes oder Casimir getragen haben. Ist auch deutlich günstiger als Carlo, hier für 79,95 € bekommt ihr einen relativ ähnlichen Sweater, wer den Style feiert. Und dann die Gucci Bag, wo ich in der letzten Pasche im Outfit Reaction dachte, okay, das ist irgendwie Vintage. Und dann habt ihr mir aber gesagt, ey, die tragen auch einfach Taschen aus Türkei so. Also auf jeden Fall linken wir euch eine Übersichtsseite, wo ihr Secondhand und Vintage Gucci Taschen abchecken könnt, wer real tragen will. Ansonsten fahrt ihr einfach in die Türkei. So, hier der Bro, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Er trägt auch eine Vintage Lookalike Gucci Bag und eine EA7 Weste. Das Modell findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt, 155 €.
Stolzer Preis, aber nice Weste. Und damit Checker, Sticker macht mich. Geil, herzlichen Glückwunsch, Pascha. Sie ist auf jeden Fall auch Teil der Gang, trägt Paschanim Forever T-Shirt und hat Nagellack passend zur Jacke. Sie heißt auf Instagram Chader. Und dann mach ich, was ich machen muss. Sie kostet am BHB, auf wird die offen, sie fassen uns. Sie kam alleine rein, weil seine Mama war nicht da. Sein Nachbar macht ihn auf. Auf jeden Fall wurde der Sommer eingeleitet. So, jetzt kommen wir zu Paschas Jeans. Es ist ein Vintage-Modell von Dolce & Gabbana. Man sieht auch ganz am Ende das Dolce & Gabbana Embroidery hinten drauf. Ich habe ein ganz ähnliches Modell gefunden, aber gerade bei Vintage ist es enorm schwer, nochmal das exakt gleiche aus dem gleichen Jahrgang zu finden. Was ich aber verlinkt habe, ist eine Übersichtsseite, wo ihr Secondhand bzw. Vintage Dolce & Gabbana Jeans kaufen könnt. Auch zu sehr, sehr guten Preisen teilweise. Und ansonsten, für die, die aktuelle Kollektion feiern, hat Levi's eine sehr ähnliche Jeans und die Jungs tragen auf jeden Fall auch Levi's. Es ist dieses hier, was auch vom Schnitt und vom Sizing und von der Farbe sehr ähnlich ist. Und Levi's Quality. Gibt's auch in anderen Farben, zum Beispiel auch diese bisschen dunklere Waschung, wer das mehr feiert. Und ich reib mir 103 in der warmen Sommernacht. Sommergewitter am Park, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Dorf und den Panoramadach. Voila, jetzt schon Ohrwurm. Weiter geht's mit dieser Jacke von Pascha. Ist eine Hemdjacke von Burberry, die innen das Vintage-Check-Muster hat und außen ein Diamond-Kilt, also eine diamantförmige Steppung. 890 stolze Euro. Kann man auch andersrum tragen, also die ist wendbar. Eine günstigere Alternative ist diese Jacke von Barbour. Die ist auch gerade reduziert. Hat auch dieses Diamond Kilt und den Hemdjacken-Look. Überhaupt hat diese Brand sehr viele Jacken in diesem Style. Weil ich war zu lange wach, lange nicht in 6-1 in der Gegend, machte ich meine ersten Schritte. Heute kontrollieren uns Tachos, weil sie denken, dass ich ticke. Und mein Team ist immer mit mir, weil ich... Jungs, alle. Leute, ich muss echt sagen, es macht richtig Bock. Es macht echt wieder richtig Bock, auf so einen Song einfach geil zu reacten. Habe ich vermisst. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr Bock auf mehr Reactions? Und schreibt auch, auf wen wir reagieren sollen. Hier, wie gesagt, RB in der beigen Gucci Cap und einem Poloshirt, das das Team Fenerbahce Istanbul supportet. Das Poloshirt ist leider sold out. Mit mir, weil ich euch niemals vergesse. Wenn ein Eis dort, Flasche, Sacker, Wasser, WWS. Hier ein neues Outfit von Pascha an der U-Bahn-Haltestelle. Seine Crossbody Bag ist von MCM in der cognacbraunen Farbe. Stolzer Preis, 452 Euro, aber einfach ein sehr nice Accessoire für den Sommer. Sein Zip-Hoodie machen wir direkt hinterher. Da ist keine Brand zu erkennen, aber ich habe eine Alternative, die es sogar sein könnte, weil checkt mal den Zipper und die Bändel ab. Und zwar dieser Zip-Hoodie von Weekday. Hat die gleichen Bändel, den gleichen Zipper und könnte sehr gut sein, dass Pascha sich den einfach geholt hat. Wir stehen am Straßenrand, grüßen Leute, die wir kennen. Hier trägt ihr nochmal das Snow Bunny T-Shirt in einer anderen Farbe. Müsste diese Farbe sein, wobei die als Babyblau deklariert ist und bei Pascha sieht es auf jeden Fall dunkler aus. Also, I don't know, aber die sind auf jeden Fall in anderen beiden Farben sold out, also gibt's nur noch in weiß. So, wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, sehen wir seinen Homie Abu in dem Lacoste-Polo-Shirt und in der Lacoste-Umhängetasche. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat. Ich glaube, der hat die neue aufgewertet und so einen neuen Gurt dran gemacht. Auf jeden Fall gibt's eine sehr, sehr ähnliche auch in der aktuellen Kollektion für 65 Euro. Aber checkt auch den Link zum Lacoste-Sale, da findet ihr viele Taschen auch reduziert, aber auch voll viele andere Pieces. City Boys, wir sind zu viert, lesen nur das Hemd. Zack, jetzt zieht er sich die Hose hoch, aber auf jeden Fall, der Gürtel von Abu ist von Valentino und kostet 360 Euro. Mein Kiez, lass mich nicht im Kader. Geiler Flow. Nur getickt am Schlachtensee, weil ich da nicht baden gehe. Und du weißt, du mein Herz, hab ich keinen Platz, doch ich schreib dir mein 3 in der warmen Sommer. Kann auf jeden Fall verstehen, dass Pascha im Schlachtensee nicht baden geht. Hier sehen wir nochmal seine Burberry-Hemdjacke und sein Armband. Ich habe es mal genauer unter die Lupe genommen und es ist auf jeden Fall ein Plattenarmband. Sowas findet ihr entweder beim Juwelier, aber wir haben euch auch ein ähnliches Modell rausgesucht aus Echtsilber. Da könnt ihr euch länger auswählen. Die Breite ist 10 mm. Ihr findet auch eine Übersichtsseite mit kleineren Breiten, die dann halt auch günstiger sind dementsprechend. Na, Sommergewitter, mein Park, hör den Regen. Zack, direkt nächste Szene. By the way, geiles Studio. Wirklich, wirklich freshes Studio. Da hat er, glaube ich, auch schon ein paar Pics drin geschossen und gepostet. Seine Vapormax sind die Flyknit 3 und die gibt es seit kurzer Zeit gar nicht mehr im Retail, also nur noch im Resell, ähnlich wie bei den Nike Shox. Pain, ich weiß. Wir haben euch einige Resell-Seiten an den Start gebracht, da könnt ihr die noch bekommen und auch ein bisschen Preise und so weiter vergleichen. Butterfly Dorf und dein Panoramadach, meine Gegend, mein Stadt, hör den Regen ganze Nacht, meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Auf jeden Fall, man merkt auch, die Leute haben einfach Bock auf einen Sommertrack und er bringt den und die Leute gehen drauf ab. Hier, wie gesagt, der Schriftzug Dolce & Gabbana. Hier sieht man das, der Digga. Okay, Friends, hier Live-Reaction. Ich muss sagen, mir fällt gerade auf, Dolce & Gabbana, es sei denn, die ist so übertrieben, Vintage, würde doch sowas eigentlich nicht machen, dass sie da das und weglassen. Dolce und Gabbana. Also kann auf jeden Fall sein, dass Pascha sich das nachträglich drauf hat machen lassen oder dass sie fake ist. Kommen wir zu seinem Homeboy RB. By the way, die Jungs sind eng, der hier unter anderem eine Apple Watch und ein babyblaues T-Shirt, passend zu Paschas Style. Ich glaube, das ist auch ein Merch-T-Shirt von Pascha. Aber auf jeden Fall, seine Jeans ist eine Levi's und Vintage. Das äquivalente Modell aktuell ist die 501 im Original Fit.
Damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen, wer diesen Regular Fit feiert. Kommt auch in sehr vielen verschiedenen Farben und ihr findet auch weitere Shops auf immerfresh.de. Aber wer sich Vintage gönnen möchte, da haben wir euch auch eine Page am Start gebracht. Da gibt es richtig viele Vintage Jeans und die meisten davon sind von Levi's. Also da seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs. Und ansonsten, wie fandet ihr den Song? Schreibt es in die Kommentare. Genießt den Sommer, Friends, Mann. Sommer 2021 gibt es nur einmal. Und bis gleich im nächsten Video. Peace.